2020 hat die Corona-Pandemie von der ganzen Welt Besitz ergriffen und nahezu alles lahmgelegt. Mit am stärksten betroffen ist die Gastronomie und die Veranstaltungs- und Eventbranche. Restaurants, Hotels, Kneipen und Clubs mussten auf unbestimmte Zeit schließen. Live-Events jeglicher Art würden durch diese Schließung zu einer schönen Erinnerung an bessere Zeiten. Wie alle anderen Locations musste auch das Kopf und Kragen in Fürth seine Türen schließen. Als sie nach Monaten und das auch nur in Teilbereichen wieder öffnen durften, geschah dies mit harten Auflagen und extrem gesenkter Kapazität. Open-Air-Veranstaltungen wurden im Sommer 2020 wieder in sehr kleinem Rahmen erlaubt. Aber die damit verbundenen sehr hohen Logistikkosten machten es unmöglich, auch nur eine Show annähernd kostendeckend zu veranstalten. Ja, normalerweise schaut unser Sommer ja so aus, dass wir zwei Großveranstaltungen haben. Einmal das Open Air am Lindenhain und dann unsere Jugendbühne im Rahmen des Fürth-Festivals. Und den Rest der Zeit verbringen wir in unserem Club Kopf und Kragen und haben dort Clubshows. Das war natürlich überhaupt nicht möglich. Also Kopf und Kragen war ja geschlossen seit März und hat eigentlich auch seitdem nie wieder geöffnet bisher. Und stattdessen hatten wir von Mitte Juli bis fast Ende Oktober nahezu alle 14 Tage, manchmal auch jede Woche eine Veranstaltung am Lindenhain im Rahmen unserer pandemischen Mini-Open-Airs. Das ist natürlich ein ganz eklatanter Unterschied. Während des ersten Lockdowns blieb die Fürther Jugendkulturmanagerin Sabine Tipp mit vielen Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt. Dabei zeigte sich, wie relevant Live-Events bisher im täglichen Leben aller Beteiligten waren und wie sehr sie zwischenzeitlich vermisst wurden. Als es im Frühsommer mit Auflagen wieder möglich war, Open-Air-Veranstaltungen durchzuführen, war die Idee zum Sommer am Lindenhain geboren. On one side, we were lucky enough to play for five shows, which is like more than a lot of bands did, a lot of our friends did. And since we play acoustic and we can play pretty much everywhere. Also wir waren mitten in einer sehr, sehr langen Tour und ja, im Prinzip ist uns der größte Teil davon weggebrochen, was alles natürlich schön gewesen wäre zu spielen, da wir ein neues Album im Februar rausgebracht haben. Allein schon mal diese ganz pragmatische Situation für uns war das die längste Konzertpause, die wir jemals hatten. Ich spiele normalerweise wirklich fast jedes Wochenende und das war dieses Jahr halt absolut nicht der Fall. Direkt drei geile Gigs gehabt, einmal in Essen, einmal in Bremen auf der Buhutzeit und dann auch in Brüssel in sein Schummrigen Kabarettclub. Und dann gesagt, ja, jetzt geht's genau so weiter. Aber es ging genau so gar nicht weiter, es ging gar nichts mehr. Unser letzter Gig vor der Show im August im Lindenhain war im Februar. Es war ein hervorragender Auftakt für ein vielversprechendes Konzertjahr. Ich habe wunderbar gebookt im Jahr davor. Alle Zeichen standen auf grün. Wir haben eine neue Platte rausgebracht. Das Konzert war ausverkauft und wir hatten weitere 14 Shows in dem Jahr zu spielen, plus eventuelle weitere Konzerte, die noch anstanden. Dummerweise ja, kam dann dieser Lockdown. Tja, der letzte ist wohl schon ein bisschen her. Wir hatten letztes Jahr unsere Punkrocknacht 2019, am 20. Dezember, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und damit war der Lindenhain eins von vier Konzerten, die wir im ganzen Jahr 2020 gespielt haben. Hat uns sehr gefreut, dass das möglich war, würde ich mal sagen. Aber so Live-Konzert, das war tatsächlich Ende Februar, der letzte Februarwochenende, 28. und 29. Februar, haben wir in Hannover und in Hamburg gespielt. Und da war schon so Gerüchte von das ganze Virus und was wir dann alles. Das war schon ein seltsames Gefühl. Unfortunately, it was really the second and the last concert in this period. Yeah, we hope to come back soon, but we don't know when. as everyone, we hope soon, very soon, because we miss stage, we miss meeting people. März, Mitte März, bis Mitte März haben wir dann durchgängig gespielt jedes Wochenende. Und dann gab es einen Gig in der Nähe vom Markt, wo es auch super war, und danach war auf einmal die ganze Welt zu.
Unser letzter Auftritt war tatsächlich in Kopf und Kragen, also hier vor Ort mit der lustigen finnischen Band Valkyrians. Genau, den Valkyrians. Genau, da haben wir den Support gespielt und das war ein ganz großartiger Abend. Unzählige Proben, Songwriting, Zeit und Organisation stecken in jedem Konzert. Der Lohn für den ganzen Aufwand ist neben der Präsentation der eigenen Musik die Interaktion mit dem Publikum. Für viele ist Musik ihr Lebensinhalt und natürlich verdienen einige auch ihre Brötchen damit. Live Music, it means everything. Live spielen ist unser Leben, man kann das gar nicht anders sagen. Es macht irre Spaß, es ist wunderbar, wenn man euch vor der Bühne tanzen sieht, mitsingen sieht und wenn man quer durch die Republik fahren kann und Konzerte spielen kann. So lange nicht zu spielen, ist eine für uns sehr neue Erfahrung gewesen und man merkt dann so wirklich, was man am Live-Spielen hat. Natürlich ist die Situation eine ganz andere mit Konzept, mit natürlich einem viel limitierteren Publikum, Open Air, aber ich finde das super schön, sich darauf einzulassen und umso bemerkenswerter fand ich dann das Gefühl zu haben, wieder, boah, das ist gerade was, was einem ganz, ganz viel gibt und ganz viel Freude gibt, egal unter welchen Umständen. Und das Gleiche habe ich aber auch bei allen Beteiligten gemerkt, die das veranstaltet haben oder in irgendeiner Form involviert waren. Ich finde es auch besonders wichtig für das Gemeinschaftsgefühl in der Band irgendwie, weil nirgendwo ist man sich so nah wie auf einer Bühne, wenn man gemeinsam Leute unterhält, die das feiern. Natürlich trinkt man auch gerne mal zusammen in der Kneipe, aber es ist noch was ganz anderes, eine Dreiviertelstunde bis 90 Minuten auf der Bühne zu stehen und das durchzuziehen. Und jeder verlässt sich auf den anderen. Also ich glaube, für mich ist es halt so mein Haupt Lebensinhalt irgendwie. Das, was wir einfach am besten können. Auf der Bühne zu stehen, das ist ja genau der Grund, warum wir Musik machen. Wir wollen das ja auch vortragen und wir wollen mit den Leuten, die kommen, gemeinsam feiern und wir wollen mit denen einfach einen unvergesslichen Abend zelebrieren mit Tanz, Schweiß und Gesang. Und dass uns die Möglichkeit offenbart wurde, hatte ich im Juli schon gar nicht mehr dran geglaubt. Ich finde, man braucht diesen direkten Kontakt zu den Leuten. Das ist einfach wichtig für einen Musiker. Also ich denke, gerade in diesem Jahr hat man ja überhaupt erstmal gespürt, was das bedeutet, wenn man es dann eben nicht hat. Und für mich ist das einfach ein persönliches Gefühl von diesem musikalischen Ausdruck, aber eben auch den direkten Kontakt zu den Fans und eben auch einfach eins zu eins zu sehen, was die eigene Musik macht. Wenn man da oben auf der Bühne steht und sieht, was die Leute irgendwie dabei empfinden, wie die abgehen, und das ist einfach unersetzlich. Und das, auch das ist dieses Jahr halt ganz besonders klar geworden. Also wenn du ein gutes Konzert hast, so ging es mir zum Beispiel bei dem Valkyrians Konzert, was wir gespielt haben, da habe ich die ganze Woche davon gezehrt. Es ist eigentlich wichtiger als irgendwie so ein perfekt produziertes Album für die Ewigkeit, ist halt diesen Moment zu erleben in Interaktion mit den Mitmusikern und natürlich mit dem Publikum. It's our life in simple words. Without a live show we are nothing. Playing live show is the main thing in our work. Und es ist einfach ein unfassbar schönes Gefühl. Man kann alle Emotionen raushauen. Man kann sich einfach mal von all den Alltagsproblemen lösen. Und deswegen ist Live-Spielen so unfassbar wichtig. Für uns ist das Live-Konzert an sich nicht nur diese Stunde oder anderthalb Stunden, wo wir auf der Bühne stehen, sondern der ganze Tag, das ganze Miteinander, die anderen Bands treffen, das ganze Feeling, die Fans. Das ganze Paket ist für uns wichtig. Ja, jeder hat so seinen Alltagstrott und wenn man sich dann am Wochenende mit den Jungs trifft, Auto lädt, rausfährt, immer wieder neue Orte sieht, das ist einfach mal rauskommen, raus aus dem Alltag, einfach mal los. Es sind aber auch, es sind die Leute, die im Publikum stehen, die das auch brauchen, das ist ganz wichtig. Playing live music is pretty much everything to me. Being able to travel and meet up people by playing the music I play, that's amazing. That's the part I love the most. I would also like people to acknowledge the fact that there are a lot of music professionals that are unemployed, have been unemployed since like February or something like that. So we can wait. I hope we don't have to wait too much to get back on stage, but in the meanwhile, I'm
I don't bother waiting a little bit if somebody that really makes money from music can actually make money. That spot had to go to them and not to us. I mean, we're not professional musicians. That's what we love the most in life, but on the other side, this is not our job. Nicht nur Musiker und Musikerinnen treten leidenschaftlich gerne auf. Nein, generell alle Kunst- und Kulturschaffenden lieben es, ihre Werke zu präsentieren. Das gilt natürlich auch für die junge Theatergruppe, die seit 2 Jahren im Kopf und Kragen beheimatet ist. Das Theater im Kopf und Kragen. Die Pandemie war und ist wie für jeden von uns eine große Herausforderung. Die Beziehung zwischen den einzelnen Ensemblemitgliedern war und ist aber stabil. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige von uns noch deutlicher, noch mehr miteinander zu tun hatten, noch mehr zusammengewachsen sind. Es war einfach noch viel mehr ein Miteinander, auch so eine kleine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung. Ich meine, wir durften 3 Monate nicht proben und dann durften wir. Und das war für uns dann doch sehr viel Erfüllung. Ist ja aber so, dass wir nicht wirklich darauf achten mussten, wie viele Personen tatsächlich in einer Szene oder in einer Szene vorkommen oder bei einer Probe teilnehmen. Jetzt war es so, dass nur eine gewisse Mann-Frau-Stärke tatsächlich erlaubt war. Demzufolge konnten wir jetzt Massenszenen entweder nur gestaffelt oder gar nicht proben und mussten deswegen manchmal Szenen sogar umschreiben. Wir hatten ein paar Pläne für die Spielzeit 2020. Durch Corona sind diese Pläne extrem auf den Haufen geworfen worden, wie alle Pläne, wie Urlaubspläne, wie vielleicht Jobpläne von anderen Leuten. Es ist ein verrücktes Jahr. Es gab einen deutlichen Unterschied dadurch erstmal, dass wir natürlich längere Zeit nicht proben konnten, überhaupt nicht. Das hat dann alles wieder angefangen, als wir uns so langsam in Fürth im Stadtpark wieder getroffen haben und halt alle mit Abstand da dann standen und ein bisschen neue Szenen gespielt haben. Also was ich am schwierigsten fand während den Proben und Aufführungen während Corona war einfach immer diese Unsicherheit. Nicht so wirklich zu wissen, dürfen wir das jetzt, was machen wir, worauf können wir uns irgendwie einstellen und auf was kann man sich verlassen. Ja, Theater spielen für mich bedeutet, Leute damit zu begeistern. Wir haben es hingekriegt, die Zuschauer wirklich für uns zu motivieren, zu uns zu bekommen. Was vielleicht auch dem geschuldet ist, dass viele Theater schließen mussten. Also wir waren eine der wenigen Theater, die Möglichkeit hatten, im Sommer aufführen zu können. Und das hat, glaube ich, vielen gefehlt. Und dann haben sie gesehen, die bieten was an, zu denen können wir hingehen und kamen zu uns. Gerade für junge Menschen bedeutet die Pandemie eine Vielzahl von Entbehrungen. Vor allem dieses Daheimsitzen ist schon eine sehr große Einschränkung für junge Leute so. Und ich merke schon auch jetzt vor allem bei Freunden, die jetzt zum Beispiel studieren gerade, die jetzt angefangen haben in diesem ersten Semester als Online-Semester quasi, dass es denen teilweise echt nicht gut geht, weil sie den ganzen Tag daheim sitzen, sich irgendwie selbst motivieren müssen, Online-Videos quasi irgendwie anzuschauen, das von niemandem kontrolliert, überprüft wird, man von niemandem irgendwie Feedback bekommt, so wie es jetzt zum Beispiel in einem normalen Schulalltag der Fall ist. Also man sitzt da, man bekommt irgendwie unmittelbar Feedback zu dem, was man macht. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir sind keine Computer, sondern wir leben in einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft, die wir zusammen entwickelt haben mit Gesetzen, mit Normen. Dadurch, dass wir zusammenleben und dieses jetzt jeder für sich zu Hause alleine, kein Bezug zu anderen, das ist schwierig für die Entwicklung von jungen Menschen. Ich glaube, dass das ja definitiv Auswirkungen schon haben wird. Nach monatelanger Planung konnte Mitte Juli endlich die erste Veranstaltung am Lindenhain stattfinden. Die Idee hinter dem Sommer am Lindenhain war natürlich erstmalig wieder Kultur in die Stadt zu bringen. Das lag ja brach seit März, keinerlei Veranstaltungen mehr, keinerlei Kultur. Und auch gleichzeitig natürlich Leuten, die seit März keine Arbeit mehr hatten, auch wieder Arbeit zu geben, zumindest in zu ganz kleinem Rahmen hier in dieser Stadt. Also die logistischen Herausforderungen waren sehr, sehr groß für den Sommer am Lindenhain. Man muss sich einfach vorstellen, der Aufwand für einen pandemisches Open-Air-Konzert ist ungefähr so groß wie für ein richtig großes Open-Air. Für eine Besucherkapazität, die adäquat ist im Endeffekt zu einer Clubshow.
mit aber einem wesentlich größeren Aufwand. Es muss ja alles hingekarrt werden, es muss alles aufgebaut werden, es muss alles abgebaut werden. Also ein wirklich irrsinniger Aufwand. Man fängt um 11 Uhr an und hört um 1 Uhr auf. Im Club fängt man um 5 Uhr an und hört um 1 Uhr auf. Man braucht ungefähr viermal so viele Leute. Also ich würde sagen, 6- bis 7-fach teurer als eine Clubshow für dieselbe Menge an Leuten. Also insgesamt ein unfassbarer Aufwand, logistisch und finanziell. Es gab endlich mal wieder Kultur in der Stadt. Also das ist, finde ich, extrem wichtig, dass man aufgezeigt hat, dass Kultur auch in diesen Zeiten machbar ist. Das Publikum war so dankbar und so begeistert, genauso wie die Bands, dass sowas stattfand. Von daher, denke ich, war es eine sehr, sehr, sehr wichtige Veranstaltung. Und sie hat gezeigt, dass es machbar ist, Veranstaltungen auch in der Pandemie zu machen. Und ich hoffe, dass das ein Beispiel ist, dass das, solange es Corona gibt und das ein weiteres Problem ist, auch weiterhin stattfinden kann. Um eine Veranstaltungsreihe wie den Sommer am Lindenhain auf die Beine zu stellen, braucht es eine Vielzahl von Akteuren. Dazu gehören Menschen, die Bühnen bauen, Technik verleihen, das Catering machen, sich um die Technik oder die Sicherheit kümmern, Getränke ausschenken und viele mehr, die nahezu unbemerkt hinter den Kulissen arbeiten. Sommer im Lindenhain fand ich persönlich eine ganz tolle und gelungene Sache. Wir hatten ein super Team. Wir waren nach ein, zwei Veranstaltungen extrem gut eingespielt und es wurde immer schneller aufgebaut, immer schneller abgebaut. So I was only able to work in live shows in Germany because Ireland since March still hasn't put on any shows, any live events. Pubs haven't really been able to open. Yeah, coming to Germany was the only real way for me to continue working in this field. Mein persönliches Highlight war, dass eine Crew in kürzester Zeit so super aufeinander reagieren kann und funktionieren kann. Menschlich bleibt auch in Stresssituationen. Das ist wirklich super gewesen und es sind ja auch verschiedene Generationen gewesen. Ich persönlich arbeite gern mit jüngeren Leuten und auch die Alten. Also es war keiner dabei, der jetzt irgendwie schräg oder... Also es gab schon auch den Moment, wo es kritisch war, ne? So, weil jeder ja auch anders ist und Verantwortung übernehmen musste. Aber es war eine wunderbare Crew und es hat wirklich Spaß gemacht. Da hat die Biene schon immer ein sehr gutes Team zusammengestellt gehabt, wo auch einfach, klar wird es mal stressig oder klar gibt es mal irgendwie Reibungspunkte, aber wir haben uns alle lieb, wir machen es alle gerne und so, kann mir nichts Besseres vorstellen, als mit dem Team eigentlich was zu machen. In guten wie in schlechten Zeiten sind wir halt doch alle mit dem Kopf und Kragen verheiratet. Und Liebe. Aber trotzdem war natürlich alles neu, weil diese ganze Situation, alles aufbauen, alles wieder abbauen, wie organisieren wir es, wie kriegen wir einen Laufweg hin für Toiletten und Bar und Bühne und wie haut das Ganze hin mit dem Konzept der jeweiligen Hygieneauflagen, dass das eben auch eingehalten wird. Abstand halten, während du eventuell jemanden rausbringen musst, ermahnen musst, während Musik läuft oder so, doch sehr schwer ist. Der Großteil der Gäste waren sehr einsichtig und waren in erster Linie auch dankbar dafür, dass wir in dem Rahmen Veranstaltungen durchführen und sie die Möglichkeiten haben, wieder etwas Kultur, etwas Live-Musik zu genießen. Probleme gab es keine und es war tatsächlich sehr unterschiedlich, je nach Musikrichtung. Umso punkiger, umso einfacher und umso weniger Aufklärungsarbeit musste man leisten. Dass es möglich ist, auch zu veranstalten, dass es gute Konzepte gibt, das war auf jeden Fall schön zu sehen. Also mein Highlight war auch, dass das auf jeden Fall was stattfinden konnte, auch was Großes, was ziemlich Geiles, weil so in der Umgebung habe ich nichts anderes in dem Stil mitbekommen. Ja, der Sommer am Lindenhain, der war unglaublich wichtig, glaube ich. Man hat es an den Bands gesehen, man hat es am Team gesehen, man hat es an den Gästen gesehen und an alle anderen, die einfach mit beteiligt waren an dem Ganzen. Es hat vielen Menschen, glaube ich, in dieser Zeit gerade eben sehr, sehr viel Kraft gegeben und einfach wieder einen Raum gegeben, wo sie sich ausleben könnten und Musik einfach genießen konnten. Und ich glaube, dass wir einen ganz wichtigen Teil, einen Beitrag geleistet haben in dieser schwierigen Zeit für die Stadt Fürth auch. In den schwierigen Zeiten eben Kultur zu bieten und das war, glaube ich, auch der Beweis dafür, dass das funktionieren kann. Also gegenüber der Künstler und gegenüber dem Publikum halt sehr viel Anerkennung und sehr viel Freude, dass in so einem Rahmen was möglich war. Hat sich auch keiner beschwert irgendwie, dass man Abstand halten muss oder anstehen muss oder Maske auf den Laufwegen tragen muss. Die waren alle einfach nur froh,
dass irgendwas geht, dass sie mal wieder auf ein Konzert gehen können. Also man hat da schon extrem gemerkt, dass es den Leuten fehlt und dass das ein wichtiger Teil ist und so gesehen nicht nur als Freizeit deklariert werden sollte, sondern wie gesagt, manche leben davon, manche brauchen das einfach für sich selbst als Ausgleich zu einem anderen. Und es war schön, Teil davon zu sein, zumindest ein bisschen was zu ermöglichen. I wasn't just really appreciative of the opportunity to the entire team, but I was also really proud to be part of something that was completely unique in the middle of the pandemic. Wie wir dann im Blindenheim waren, das war erstmal ein Gefühl von Ankommen. Bei diesem Konzert war dieses Jahr plötzlich dieser Funke da, den ich das ganze Jahr vermisst hatte. Es hat plötzlich Klick gemacht, hat plötzlich war Magic angesagt. Diese Show da im Blindenheim für uns, da vor Publikum spielen zu können und diese Interaktionen da mal wieder mit dem Publikum zu haben, das war verdammt wichtig. Sommer in Lindenheim, das war eine coole Zeit auf jeden Fall. War auch ganz anders, wieder einfach im Freien Theater zu spielen. Und ich glaube, das war auch für viele, gerade jetzt in den Zeiten, die wir hatten, eine super Lösung. Von daher an alle, die da mitorganisiert haben, vielen, vielen lieben Dank. Das Open Air, das erstens das ein Lebenszeichen von der Musikbranche, das war wirklich schön. Und dass Sabina und das ganze Team das echt so viel Mühe gegeben hat, das hat uns echt viel bedeutet und wir haben es versucht, einfach zurückzugeben. It's crazy, you know, also when we played for you, it was unbelievable. Also because of the weather, you know, people dancing, screaming. It was unbelievable. To be honest yeah. with you, it was unbelievable. Ja, auf jeden Fall geil. Also es gab ja nicht viele Gelegenheiten. Von daher waren wir dankbar, dass ihr das gemacht habt, beziehungsweise dass dieses geile Festival stattgefunden hat. Wir sind ja seit Jahren auch Gäste bei umsonst und draußen und haben ja gehofft, dass wir uns da irgendwann mal einbringen können. Und jetzt war es tatsächlich so weit, dass wir am Lindenheim auf der großen Bühne spielen durften. Das war schon ziemlich, ziemlich stark. Das war sehr, sehr wichtig für uns. Also das werde ich auch, schätze ich mal, dem Kopf und Kragen erstmal eine Zeit lang nicht vergessen. Das ist, als so im Prinzip der einzige Veranstalter war, der versucht hat, eine Alternative auf die Beine zu stellen, die dann auch funktioniert hat. Und die sich auch angefühlt hat wie ein richtiges Konzert. War schön. Dass das Team es geschafft hat, ein Konzert zu veranstalten, das kein Sitzplatzkonzert war. Das hat einem so ein Stückchen Normalität irgendwie zumindest vermittelt. Ja, das Lindenheim war natürlich eine ganz starke Abwechslung zu dem Sommer. Weil das Team ist ja sowieso sehr, sehr fit. Und das hat man auch mit allem gespürt. Vom Getränk und Essen, das leibliche Wohl des Musikers, bis hin zur Bühne, zur Technik, die Leute. Und man hat es auch den Leuten einfach mal angemerkt. Die Gäste, die da waren, die hatten Bock. Die wollten endlich mal wieder laute Musik hören. Und das war das echt eine ganz starke Nummer. Ich bin mir sicher, dass ich da auch in vielen Jahren noch echt positiv drauf zurückgucken kann, weil ich dann so sehe, was ich da alles gemacht habe und mit welchen coolen Leuten ich da zusammenarbeiten durfte. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und die Konzepte waren ja auch wirklich gut durchdacht. Also ja, ich fand, man hat ja auch dem Publikum angesehen, wer sich bewegt hat, hat eine Maske aufgehabt und das hat mir persönlich auch irgendwie ein gutes Gefühl gegeben. Speziell hier im Kopf von Kragen und am Lindenheim ist halt soundmäßig vom Tontechniker her und vom Team her ein Traum ist es, jedes Mal. Dieses Konzert am Lindenheim, das war wie ein Paukenschlag, wie eine Befreiung. Und es war einfach toll, hat einfach Spaß gemacht und wird unvergessen bleiben. Bei uns auf jeden Fall und wir kommen jederzeit gerne wieder. Auf alle Fälle. Und ich bin wirklich froh, dass ich da ein Teil davon war und dass so viele da ihr Herz reingesteckt haben und es im Endeffekt zu dem gemacht haben, was es war. Der Sommer am Lindenhain verlief von Juli bis Oktober reibungslos. Trotzdem warf die Pandemie immer wieder einen Schatten auf das Geschehen.
Es war ein stetiger Spagat zwischen der Notwendigkeit, den Anforderungen an die Hygieneregeln, den Abstand und das Maskengebot zu genügen, um dabei gleichzeitig den Akteuren auf der Bühne und dem Publikum so viel Normalität und Spaß wie möglich zu bieten. Immer wieder gab es aus den verschiedensten pandemiebedingten Gründen Momente, in denen es plötzlich nicht mehr sicher war, ob eine Show stattfinden konnte oder nicht. Als die Zahlen im Frühherbst zu steigen begannen, spitzte sich die Lage immer mehr zu. 3 Wochen nach der letzten Lindenhain-Show ging Deutschland erneut in den Lockdown. Vielleicht hatte das Team Glück, wahrscheinlich aber war es vor allem das gute Konzept, die Sicherheitsmaßnahmen, die harte Arbeit der Crew und die hervorragende Kooperation des Publikums, das alles reibungslos und ohne Probleme verlief. Inzwischen sitzen wir ja seit November im Lockdown wieder fest und das Einzige, was wir im Moment haben, ist an dieser Doku zu arbeiten und in den Erinnerungen an den letzten Sommer zu schwelgen. Ja, was mich persönlich wirklich extrem geflasht hat, war die unfassbar positive Resonanz, die wir gekriegt haben auf den Sommer ab Lindenhain von der ganzen Crew, die das auch vermisst. Von den Bands, vom Publikum, alle, die schreiben, wie toll das doch war und wie gern sie es wieder hätten. Ja, mal schauen. Wir hoffen sehr, dass es dieses Jahr wieder möglich wird. Also dieses Jahr, wir haben jetzt 2021. Und dass wir im Sommer wieder Konzerte am Lindenhain machen dürfen unter Pandemiebedingungen. Und dass es im Herbst wieder möglich wird, ganz normal zu arbeiten. Denn es ist ganz schön still in diesem Land geworden, so ganz ohne Kultur.